أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Und sie planten, auch Allah plante, und Allah ist der beste Planer. Wie Allah sprach: O Jesus, ich will dich eines natürlichen Todes sterben lassen und will dir bei mir Ehre verleihen und dich reinigen von den Anwürfen derer, die ungläubig sind. Und will die, die dir folgen, über jene setzen, die ungläubig sind, bis zum Tage der Auferstehung. Dann ist zu mir eure Wiederkehr und ich will richten zwischen euch über das, worin ihr uneins seid. Sura Ali Imran, die Verse 55 und 56. Liebe und geehrte Gäste des verheißenen Messias al-Islam, es gibt Geschichten, es gibt Mythen und es gibt Lügen. Um die Person Jesu Christi von Nazareth, Sohn der Maria, ranken sich nicht bloß Mythen. Das Ausmaß der Irrlehre hinsichtlich seiner Person ist so groß wie mit keinem anderen Gottesgesandten in der Geschichte der Menschheit vergleichbar. Die Tragweite dieses Mythos ist so drastisch, dass Allah der Allmächtige im Heiligen Koran Folgendes offenbart hat. Und sie sprechen: Der Gnadenreiche hat sich einen Sohn beigesellt. Wahrhaftig, ihr habt da etwas Ungeheuerliches getan. Die Himmel möchten wohl darüber zerreißen und die Erde auseinanderbersten und die Berge in Trümmer zusammenstürzen, weil sie dem Gnadenreichen einen Sohn zugeschrieben haben, während es dem Gnadenreichen nicht ziemt, sich einen Sohn beizugesellen. Da ist keiner in den Himmeln noch auf der Erde, der dem Gnadenreichen anders nahen dürfte, denn als Diener. Sure 19, Verse 89 bis 94. Ob es um das Thema seiner Geburt geht oder seiner Gottessohnschaft, ob es um sein Leben geht oder um seinen Tod am Kreuze, um seine vermeintliche Auferstehung oder den Verbleib im Himmel, ob es seine Wiederkunft ist oder das Herabsteigen vom Himmel, sein Wirken und seine Mission, die Fakten, meine lieben Zuhörer. Nur die Fakten können über Wahrheit und Mythos entscheiden. Diese Fakten haben eine solch große Bedeutung, dass sie, wie wir sehen werden, für das Schicksal der Menschheit und für das Schicksal ihres Glaubens entscheidend sind. Doch was ist die Wahrheit? Und welche Geschichten sind dem Reich der Legenden und Mythen zuzuordnen? Sein oder Nichtsein, Mythos oder Wahrheit, das ist hier die Frage. Und dieser Frage, meine lieben Zuhörer, werden wir uns nun widmen. Das zentrale Ereignis im Leben des Gesandten Gottes Jesus al-Islam ist das Ereignis seiner vermeintlichen Kreuzigung und der anschließenden sogenannten Auferstehung. Uns interessiert also die Frage: Wer war Jesus wirklich? Was geschah mit ihm am Kreuz? Was war die Auferstehung und wohin ging sein Körper? Lassen Sie mich grob und vereinfacht skizzieren, welche Meinungen hier gegenüberstehen. Um eine einfache und vernünftige Ordnung zu finden, möchte ich drei verschiedene Sichtweisen über Jesus al-Islam und dem Ereignis am Kreuz präsentieren. Woran glaubt die Mehrheit der Christen? Woran glaubt die Mehrheit der Muslime? Und woran glauben jene Muslime, die an den verheißenen Messias und Imam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad aus Qadian, glauben, also die Ahmadi-Muslime? Ich bin mir dessen bewusst, dass es in Fragen der Theologie auch innerhalb einer Glaubensrichtung unterschiedliche Auffassungen geben kann. Gerade das von so vielen Mythen und Sagen umwobene Thema der Person Jesu Christi ist auch innerhalb der Religionen nicht eindeutig geklärt.
Doch was das Thema Jesus angeht, können wir uns innerhalb der Christenheit ganz einfach auf einen Konsens berufen. Die heute vorherrschende Lehrmeinung des Christentums geht zurück auf das Bekenntnis von Nicäa, das im ersten Konzil von Nicäa beschlossen und herausgegeben wurde. Demnach glauben die Christen, Jesus sei der Herr und der leibhaft gewordene Sohn Gottes, den Gott der Vater gezeugt habe. Er sei für die Menschen und wegen ihres Heils zu Fleisch geworden und herabgestiegen. Am Kreuz habe er gelitten, sei gekreuzigt worden und am dritten Tage sei er auferstanden und zum Himmel aufgestiegen. Er würde in der Endzeit kommen, um über die Menschen zu richten. Auch unter den Muslimen gibt es unterschiedliche Auffassungen. Doch die vorherrschende Meinung der Mehrheit lässt sich folgendermaßen zusammenfassen. Die Muslime akzeptieren Jesus a.s. als einen Gesandten Gottes. Sie glauben, dass er nur zum Schein gekreuzigt wurde. Andere sagen, dass an seiner Statt jemand anderer gekreuzigt wurde. Doch ihn habe Gott zu sich in den Himmel gehoben. Das im Heiligen Koran vorkommende Wort Rafa im Zusammenhang mit Jesus bedeutet ihrer Meinung nach, er sei von Allah unmittelbar nach diesem Ereignis mitsamt seines Körpers in den Himmel emporgehoben worden. Dort würde er noch immer weilen und in der Endzeit wieder körperlich als der gleiche Messias heruntersteigen. Sie glauben, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Wiederkunft jenes israelitischen Messias, also Jesus, Sohn der Maria, prophezeit hatte. Nun kommen wir zur Sichtweise der Ahmadi-Muslime, die aus den Werken des Gründers der Ahmadiyya-Muslim-Jamaat sehr klar und eindeutig formuliert werden kann. Die Ahmadi-Muslime glauben, dass Jesus al-Islam ein demütiger Gesandter Gottes war, der zu den Kindern Israels kam. Die Israeliten nagelten ihn am Kreuz, jedoch erhörte Allah dessen Gebet und rettete ihn von diesem verfluchten Tod. Jesus al-Islam wurde von seinen Gefährten lebendig vom Kreuz heruntergenommen, versteckt, versorgt und reiste danach nach Osten, um seine Aufgabe zu erfüllen. Dort wurde er als der heilige Yus Ashaf bekannt, er erfüllte seine Mission und starb im hohen Alter. Er liegt in Srinagar in Kaschmir begraben. Der Gründer der Jamaat bewies, dass aus mehr als 30 Versen des heiligen Koran hervorgeht, dass Jesus al-Islam wie jeder andere Prophet gestorben ist. Die vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorhergesagte Wiederkunft des Messias in der Endzeit musste durch eine andere Person geschehen, die der metaphorische Jesus sein würde. Alle diese Auffassungen können wir auf Herz und Niere überprüfen. Wir können feststellen, was davon Mythos und was Wahrheit ist, indem wir logische und historische Fakten auf den Tisch legen, indem wir feststellen, was tatsächlich die Heilige Schrift der Christen zu diesem Thema sagt und welche Aussagen der Heilige Koran trifft, indem wir weitere historisch-religiöse Quellen beider Religionen heranziehen, um die Ereignisse rund um die Kreuzigung Jesu aus der Schattenwelt der Mythen und Sagen zu befreien und im hellen Licht der Wahrheit zu betrachten. Bevor wir uns mit dem zentralen Thema des Ereignisses der Kreuzigung Jesu und seines vermeintlichen Aufstiegs in den Himmel befassen, müssen wir uns die Frage stellen, wer war Jesus von Nazareth wirklich? Jesus al-Islam war ein gottesfürchtiger, reiner Mensch, den Allah zu seinem Gesandten auserwählte und der als Messias für die Kinder Israels kam, um zu reformieren. Er war kein Gesandter mit einer universellen Botschaft. Mit ihm sollte die Kette der Propheten der Israeliten zu Ende gehen. Allah stattete ihn nicht mit einem neuen Gesetz aus, gab ihm aber seine Offenbarung. Diese Botschaft Gottes, die Jesus verkündet hat, ist heute in ihrer ursprünglichen Form nicht vollständig erhalten geblieben. Die kanonischen Evangelien erzählen die Lebensgeschichte Jesu, wie sie von den vier Evangelisten Matthäus, Johannes, Lukas und Markus erzählt und interpretiert worden ist. Wir haben eine kurze Mitteilung zu geben aus Russland. Ist ein Kind im Emergency-Bereich. Das Kind ist gerade bei First Aid, hat Atemprobleme. Der Vater soll dringend zum First Aid kommen. Elan Khawadin heißt der Junge. Elan Khawadin, der Papa soll dringend zum First Aid-Zelt kommen. Das sagt man da. Ich habe Ihnen eben aufgezeigt, dass es vier Evangelisten gibt, die die Lebensgeschichte Jesu erzählt und interpretiert haben. Und in einem dieser Evangelien, dem Matthäus-Evangelium, wird Jesus Christus folgendermaßen zitiert. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Matthäus 5, Vers 17. Im gleichen Evangelium finden wir auch eine andere Geschichte, in der eine Frau, die nicht zum Stamm der Kinder Israels gehört, Jesus al-Islam um Hilfe bittet. Lassen Sie uns hören, was Jesus al-Islam daraufhin sagt. Er antwortete aber und sprach,
ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Matthäus 15, 24. Jesus al-Islam war gemäß der Bibel nur ein Morgenstern. Die Aufgabe, die dieser Morgenstern erfüllte, bestand darin, die frohe Botschaft des Erscheinens jenes Gesandten zu geben, den Allah als Zentrum des spirituellen Universums senden würde, nämlich den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Morgenstern verging, bevor die Sonne über den Horizont Arabiens aufging und die Welt mit dem göttlichen Licht erhellte. Im heiligen Koran spricht Allah über genau diese Prophezeiung. In der 61. Sure der Surat As-Saff heißt es: Und gedenke der Zeit, da Jesus, Sohn der Maria, sprach: O ihr Kinder Israels, ich bin Allahs Gesandter an euch, Erfüller dessen, was von der Tora vor mir ist, und Bringer der frohen Botschaft von einem Gesandten, der nach mir kommen wird. Sein Name wird Ahmad sein. Und als er zu ihnen kam mit deutlichen Zeichen, sprachen sie: Das ist offenkundiger Betrug. Sure 61, Vers 7. Die Prophezeiung über die Ankunft eines großen Propheten finden wir auch heute noch in den christlichen Quellen. Einige dieser Quellen sind in der christlichen Welt umstritten, beispielsweise das Barnabas-Evangelium, das eine eindeutige Prophezeiung darüber enthält. Aber andere Referenzen entstammen aus den kanonischen Evangelien, also den von allen Christen anerkannten Evangelien des Neuen Testaments. Hören Sie sich einmal die Prophezeiung von Jesus al-Islam an, die im Johannesevangelium geschrieben steht. Jesus al-Islam sagt: Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich: Wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voller Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Ich habe euch noch viel zu sagen, sagt er weiter, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Johannes 16, 5 bis 13. In der Luther-Übersetzung wurde aus dem Altgriechischen stammende Begriff Paraklet, der hier an dieser Stelle explizit vorkommt, mit dem Wort Tröster übersetzt. Wenn man die Herkunft des Wortes Paraklet untersucht, wird man unweigerlich mit dem altgriechischen Wort Periklytos, also der Hochgepriesene, konfrontiert. Und jetzt raten Sie einmal, was das arabische Wort für den Hochgepriesenen ist. Ja, das Wort lautet Mohammed, der, welcher der Hochgepriesene ist. Und der gleichen Wurzel entstammt das Wort Ahmad, also der, der hochpreist. Widmen wir uns nun dem Mythos der Auferstehung und des Aufstiegs in den Himmel, dem zentralen Thema. Den Mythos, dass irgendjemand zum Himmel aufgestiegen ist, gab es in der Geschichte der Menschheit schon immer. Seit Tausenden von Jahren finden wir in verschiedenen Kulturen und Völkern Legenden über Menschen, die leibhaftig in den Himmel aufgestiegen sein sollen. Vor allem über heilige Menschen verbreiteten ihre Anhänger solche Geschichten, oft als Ausdruck ihrer Verbundenheit oder um den Schmerz des Verlustes nach ihrem Tode erträglicher zu machen. Doch auch in religiösen Quellen finden wir die Metapher des Emporsteigens in den Himmel. So heißt es etwa in Bezug auf den Propheten Idris, dass er in den sechsten Himmel emporgehoben wurde und dort starb. Und über den Propheten Aaron wird gesagt, er sei mitsamt seinem Thron, auf den er starb, zum Himmel gefahren. Nicht bloß muslimische Quellen gebrauchen die Metapher des Aufsteigens in den Himmel. Selbst in der Bibel ist Jesus Christus nicht die einzige Person, die zum Himmel aufgestiegen sein soll. Über den Gesandten Elia heißt es im Alten Testament im zweiten Buch der Könige, er sei zum Himmel gefahren. Mehr noch, im Buch Malachi wird sogar prophezeit, dass er von dort wieder zurückkommen wird. Die Israeliten schauten aufgrund dieser Prophezeiung sehnsüchtig zum Himmel und warten bis heute darauf, dass Elia vom Himmel herabsteigt. Doch kein leibhafter Elia stieg jemals vom Himmel herab. Vielmehr kam der Gesandte Jesus al-Islam und sagte über Johannes den Täufer, der kurz vor ihm kam, dass jener genau der Elia gewesen ist, auf den die Juden warteten. So heißt es in Matthäus: Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Matthäus 11, 12 bis 15. Der Prophet Jesus al-Islam wird noch deutlicher. So finden wir im Johannesevangelium ein weiteres Zitat Jesu, in welchem er auf sich selbst deutend spricht: Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Johannes 3, 13. Jesus al-Islam bezeichnet sich selbst als Menschensohn.
Als er noch auf der Erde wandelt, sagt er, er sei vom Himmel gekommen. Lässt dieses Zitat Jesu noch Raum für irgendein anderes Verständnis offen, außer dass der Himmel für etwas Spirituelles steht? Dafür, dass Gott ihn selbst auserwählt und gesandt hat, genauso wie viele andere Menschen, die quasi vom Himmel kommen, weil sie Menschen mit himmlischen Eigenschaften sind, die Gott mit seinem Segen auszeichnet. Widmen wir uns nun dem Heiligen Koran. Darin heißt es: Und wegen ihrer Rede, wir haben den Messias, Jesus, den Sohn der Maria, den Gesandten Allahs, getötet, während sie ihn doch weder erschlugen noch den Kreuzestod erleiden ließen, sondern er erschien ihnen nur gleich einem Gekreuzigten. Und jene, die in dieser Sache uneins sind, sind wahrlich im Zweifel darüber. Sie haben keine bestimmte Kunde davon, sondern folgen bloß einer Vermutung. Und gewiss haben sie ihn nicht töten können. Vielmehr hat ihm Allah einen Ehrenplatz bei sich eingeräumt. Und Allah ist allmächtig, allweise. Sure 4, Verse 158 und 159. Die entscheidenden Wörter in diesen Versen im Original sind: Bar rafa'ahu Allahu ilayhi. Bar rafa'ahu Allahu ilayhi. Wörtlich: Allah gewährte ihm Rafa, also die Emperhebung, zu sich. Viele Muslime glauben, dass das Wort Rafa besagt, Jesus al-Islam sei von Allah mitsamt seines Körpers in den Himmel gehoben worden. Dort würde er noch immer weilen und in der Endzeit wieder körperlich heruntersteigen. Doch wohlgemerkt spricht Allah nicht von einer Emporhebung in den Himmel, sondern zu sich. Weiterhin machen die oben zitierten Verse deutlich, dass Allah seinen Diener Jesus rettete und die List der Juden, ihn zu kreuzigen und so einen verfluchten Tod sterben zu lassen, fehlgeschlagen wurde. Vielmehr erhörte Allah den Ruf seines Dieners, der betete: Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus wurde vom Kreuz gerettet, sodass Allah ihm ermöglichte, statt eines verfluchten Todes eine Erhöhung seiner Ränge und das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. Er wurde erhoben, genauso wie alle anderen Gesandten Gottes erhabene Ränge erhalten, ohne dass sie dafür lebendig im Himmel sitzen. Die gesamte Terminologie des Heiligen Koran lässt keinen Zweifel offen, dass das Wort Rafa im Zusammenhang mit Gott niemals einen materiellen Aufstieg bedeuten kann. Der Heilige Koran erzählt über einen Mann namens Balam Baura, der zur Zeit von Mose lebte. Allah spricht: Und hätten wir es gewollt, wir hätten ihn dadurch erhöhen können. Doch er neigte der Erde zu und folgte seinen bösen Gelüsten. Sure 7, Vers 177. Allah sagt, dass dieser Mensch das Potenzial besaß, erhoben zu werden. Auch hier wurde das Wort Rafa verwendet. Doch er widerstand nicht den Versuchungen Satans und als Konsequenz, sozusagen als Gegenteil zum Emporheben, spricht Allah darüber, dass dieser Mensch sich lieber der Erde zuneigte und sozusagen zu einem Wurm der Erde wurde. Einen weiteren Vers, der das Wort Rafa enthält und dessen Bedeutung glasklar ist, finden wir in der Sure 58. Allah gibt den Gläubigen die frohe Kunde: Allah wird die unter euch, die gläubig sind und die, denen Wissen gegeben wurde, in Rängen erhöhen. Und Allah ist wohlkundig dessen, was ihr tut. Sure 58, Vers 12. Die oben skizzierte Logik des Heiligen Koran erschließt sich nicht bloß den Ahmadi-Muslimen. Auch viele alte Gelehrte des Islam verstanden, was mit dem Wort Rafa gemeint war. Einige von ihnen machten sogar deutlich, dass der Mythos der Auferstehung Jesu in den Himmel unter dem Einfluss der Christen Einzug in das muslimische Denken erhalten habe. Als Beispiel sei der berühmte Reformer im Islam Mujaddid Allama Jalaluddin As-Suyuti erwähnt, der anmerkte, dass während der Miraj, also der spirituellen Himmelreise, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jesus al-Islam und die anderen Propheten seelisch nicht in ihrem Körper sah und traf. Ein weiterer großer Gelehrter, Hazrat Allama ibn Qayyim, sagt: Die Behauptung, dass Jesus 33 Jahre lebte und dann zum Himmel emporstieg, kann durch kein authentisches Hadith belegt werden. Der berühmte Hanafi-Gelehrte Allama ibn Abedin al-Shami fügte hinzu, dass diese Ansicht sich durch den Glauben der Christen in den Islam hineingeschlichen habe. Liebe Zuhörer, nachdem der Mythos der Auferstehung mithilfe christlicher Quellen wie auch durch die eindeutige Bedeutung des Wortes Rafa zweifellos geklärt worden ist, wollen wir uns nun dem Mythos des vermeintlich lebendigen Jesus widmen. Lassen Sie uns zurückversetzen in die Zeit unseres geliebten heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es waren die letzten Tage im Leben des geliebten Gottes. Er, der als Barmherzigkeit für die Welten gekommen war, hatte jeden Augenblick seines Lebens für die Erfüllung der Aufgabe verbracht, für die Allah ihn in die Welt gesandt hatte. Doch nun war die Zeit gekommen, in der Allah auch ihn wie jeden anderen Menschen zu sich rufen würde.
Es war seine letzte Krankheit. Der Zustand der Gefährten war unbeschreiblich. Eine unausgesprochene Angst machte sich in ihnen breit. Die Ansar, also die Gefährten aus Medina, deren Gast dieses vollkommene Oberhaupt der Geschöpfe 10 Jahre lang war und deren Stadt nun seine neue Heimat war, diese Ansar drehten wie in Ohnmacht Runden um die Moschee des Propheten. Die Gefährten Hazrat Ali, radiallahu anhu, Hazrat Abbas und Hazrat Fazl bin Abbas, radiallahu anhum, kamen hinein und berichteten von dem Zustand der Ansar. Als unser geliebter heiliger Prophet sallallahu alaihi wasallam dies hörte, sammelte er alle Kraft zusammen und stützte sich mit beiden Armen an Ali und Fazl auf. Sein gesegneter Kopf war mit einem Tuch umwickelt, aufgrund des Schmerzes, den er verspürte. Langsam und stützend kam der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in die Moschee. Mit letzter Kraft setzte er sich auf die erste Stufe der Kanzel. Als die Gefährten dies sahen, versammelten sie sich wie Schmetterlinge um das gesegnete Licht. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hielt eine schmerzvolle Abschiedsrede und sprach: O ihr Menschen, ich habe erfahren, dass ihr aufgrund des nahenden Todes eures Propheten voller Furcht seid. Sagt, gab es etwa einen Propheten vor mir, der ewig gelebt hätte, sodass ich auch ewig leben könnte? Ihr sollt wissen, bald werde ich meinen Herrn treffen. Kurze Zeit später verstarb der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Worte können den Zustand der geliebten Gefährten nicht beschreiben. Sie verstanden nicht, was geschehen war. Umar stand mit gezücktem Schwert da. Immer wieder sah er zum gesegneten Leichnam, sagte aber ständig: Nein, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ist nicht gestorben. Er verlor so sehr die Fassung, dass er sagte: Wenn irgendjemand mit seiner Zunge behaupten sollte, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, dann werde ich ihn töten. Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, der treueste und am meisten geliebte Gefährte des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, traf ein. Umar, setz dich, sagte er. Doch Umar, der nicht mehr verstand, setzte sich nicht. Die Menschen wandten sich von Umar radiallahu anhu ab, ließen ihn allein und schauten nun zu Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, den Allah aufgestellt hatte, um den Zustand der Furcht in Frieden zu verwandeln, hielt eine Rede. Er sagte: Wer von euch Muhammad sallallahu alaihi wasallam anbetete, der soll wissen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Wer aber Allah, den allmächtigen Gott, anbetete, der höre: Gott ist lebendig, er wird niemals sterben. Höret, was Allah sprach: Wa ma Muhammadun illa Rasul, qad khalat min qablihi Rusul, afa im mata au qutilan qalabtum ala aqabikum, wa man yanqalib ala aqibaihi, falan yadurra Allah shay'a, wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Muhammad ist nur ein Gesandter. Vor ihm sind Gesandte gestorben. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr etwa vom Glauben abkehren? Und wer sich abkehrt, der fügt Allah nicht den mindesten Schaden zu. Und Allah wird die Dankbaren belohnen. Sure 3, Vers 145. Ibn Abbas berichtet: Es kam den Menschen so vor, als ob dieser Vers zum ersten Mal offenbart worden wäre. Als ob sie nicht wüssten und durch Abu Bakr zum ersten Mal erfahren hätten, dass Allah dies gesagt hatte. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu sagte: Meine Füße konnten mich nicht mehr tragen, als ich diesen Vers hörte. Wahrlich, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist verstorben. In dieser schmerzvollen Stunde stand kein einziger Gefährte auf, um zu sagen: Halt, das stimmt nicht. Vor dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab es doch den Propheten Jesus, der lebendig im Himmel verweilt. Wie hätte Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu diese Rede halten können, wenn der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gelehrt hätte, dass Jesus leibhaftig im Himmel ist und nicht tot ist? Und wie hätte im Falle dieses Wissens der emotional so aufgewühlte Hazrat Umar radiallahu anhu und ebenso die anderen Gefährten diese Rede ertragen können? Es gibt nur eine einzige Antwort. Alle Gefährten wussten, dass mitsamt des Propheten Jesus alaihissalam alle Gesandten genauso gestorben waren, wie es alle Menschen tun. Sie wussten, dass es keinem Menschen gestattet war, sich von dem göttlichen Gesetz des Todes auszuschließen, wenn diese Regel auch für den König beider Welten galt. Dieser erste Konsens der Gefährten, der in der religiösen Terminologie als Ijma bezeichnet wird, ist von großer Bedeutung und Tragweite. Es ist der Konsens darüber, dass Jesus alaihissalam gestorben ist und nicht lebendig im Himmel lebt.
Es ist der Konsens darüber, dass der Mythos des lebendigen Jesus nichts als ein erfundenes Märchen ist. Es gibt zahlreiche weitere Überlieferungen des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, aus denen unmissverständlich der Tod des Propheten Jesus, sallallahu alaihi wasallam, hervorgeht. Einmal sagte der heilige Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wenn Jesus und Mose am Leben wären, hätten sie keine andere Wahl, als mir zu folgen. Ein anderes Mal beschrieb er, dass das äußerliche Aussehen des in der muslimischen Gemeinschaft noch zu erscheinenden Messias sich von dem israelitischen Messias deutlich unterscheiden würde. Dieser Mahdi und Messias wird ein und dieselbe Person sein. Dem historischen Jesus bescheinigte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Leben bis zum Alter von 120 Jahren. Liebe Zuhörer, die Argumente, die die Wahrheit des Todes Jesu vom Mythos seines Lebendigseins im Himmel unterscheiden, sind erschlagend. Es gibt eine lange Liste von Beispielen, dass die großen muslimischen Gelehrten ebenso Jesus als einen verstorbenen Propheten sahen. Beispielsweise seien genannt Hazrat Muhayyuddin ibn Arabi oder Imam Malik bin Anas oder Imam Bukhari oder Ibn Jarir Tabari, rahimahullah. Wie kam es aber dazu, dass die Christen die Legende des Kreuzestodes und der Auferstehung erfanden, statt die wahre Geschichte Jesu Christi zu erzählen? Und weshalb verbreitete sich trotz dieser erdrückenden Beweislage unter den gewöhnlichen Muslimen der Mythos, Jesus befände sich lebendig im Himmel und würde in der Endzeit leibhaftig herunterkommen? Die Encyclopedia of Religion and Ethics führt an, dass westliche Gelehrte diese neuen Dogmen im christlichen Glauben auf Paulus zurückführen. Sie nehmen an, dass derartige Glaubensinhalte eine geeignete Möglichkeit waren, um nicht-jüdische Menschen vom Christentum zum Christentum zu bewegen. Viele Historiker betrachten Paulus sogar als den eigentlichen Begründer des Christentums, als eigenständige Religion, da er den Glauben für Nichtjuden öffnete. Die historischen Ereignisse zeigen unmissverständlich, dass das Verändern, Verzerren und Verunstalten der Lehre des Gesandten Gottes Jesus al-Islam durch Menschenhand eine Allzweckwaffe war, die von den Klerikern jener Zeit zur Erfüllung ihrer Zwecke großzügig eingesetzt worden ist. Das erste Konzil von Nicäa setzte schließlich im Jahre 325 nach Christus ein Siegel unter der neuen Religion, die sich von ihrem Religionsstifter völlig entfremdet hatte. Eine ausführliche Beschreibung finden interessierte Zuhörer in der Encyclopedia Britannica und dem Wort Creed, also Bekenntnis von Nicäa. Eine Gruppe, die sich im frühen Christentum entwickelte, geht auf Basilides zurück. Er war ein sogenannter Gnostiker und lebte etwa von 85 bis 145 nach Christus in Alexandria. Er vertrat die Lehre, dass anstelle von Jesus tatsächlich Simon von Cyrene gekreuzigt wurde, weil Jesus die Gestalt des Simon angenommen habe und umgekehrt. Unter dem Einfluss solcher Mythen schlich sich auch unter den Muslimen eine sehr vage und unklare Vorstellung über das Ereignis am Kreuz ein. Wir haben bereits den Vers 4,158 kennengelernt, in dem Allah über den erfolglosen Versuch der Israeliten spricht, Jesus al-Islam den Kreuzestod zu bringen. Das zentrale Wort lautet Shubbiha lahum, das hier übersetzt wurde mit, er erschien ihnen bloß wie ein Gekreuzigter. Im Laufe der Zeit verloren viele Muslime unter dem Einfluss der oben genannten christlichen Legenden über die Auferstehung das Verständnis für die Bedeutung dieses Verses. Infolgedessen denken einige Muslime auch heute noch, dass anstelle von Jesus al-Islam jemand anderer gekreuzigt wurde, Jesus aber körperlich aufgestiegen sei. Liebe Zuhörer, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte prophezeit, dass sein wahrer Diener, der Messias und Mahdi in der Endzeit sowohl die Verirrungen der Muslime klären würde und sie reformieren würde, als auch die falschen Vorstellungen des Christentums unmissverständlich widerlegen wird. Lassen Sie uns die auf Fakten basierende wahre Geschichte Jesu al-Islam zusammenfassen, die der Gründer der Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhislatu wassalam, unter Berücksichtigung historischer, wissenschaftlicher und logischer Fakten in seinen Werken nachgezeichnet hat. Heute gibt es zahlreiche Quellen in der modernen Jesusforschung, die genau diese Version der Jesusgeschichte unterstützen. Die reine und gottesfürchtige Frau Maria gebar Jesus al-Islam durch eine Jungferngeburt, eine Geburt, die zwar äußerst selten ist, aber biologisch möglich. Dadurch ging auch symbolisch die Kette der israelitischen Propheten zu Ende, sodass Allah die Ankunft des größten Propheten ankündigte, der unter den Kindern Ismails erscheinen sollte. Wir lernen aus den Fakten, dass Jesus zwar ans Kreuz genagelt wird, doch kurz darauf wieder abgenommen wird, schwer verletzt und ohnmächtig. Nach einigen Tagen wird er wieder von etlichen Menschen gesehen, darunter auch von seinen Jüngern. Diese stellen fest, dass er noch die Wunden der Kreuzigung am Körper aufweist. Diejenigen, die er trifft, weist er ausdrücklich darauf hin, über die Begegnung mit ihm zu schweigen. Beim Treffen mit seinen Jüngern macht er ihnen klar, er ist Jesus al-Islam, wie er leibt und lebt und keineswegs ein Geist bzw. eine immaterielle Erscheinung.
Zu diesem Zweck speist er mit ihnen und lässt sie seinen Körper berühren. Jesus al-Islam hatte also die Kreuzigung überlebt. Diese Tatsache wollte er jedoch unter Verschluss halten. Denn er war in Galiläa nicht mehr sicher, wie es in Matthäus heißt. Er musste auswandern. Doch wohin sollte er gehen? Nach dem Tode des Königs Salomons im Jahre 920 vor Christus zerfiel die israelitische Nation und zwei Staaten entstanden. Im Laufe der Geschichte wurden die 10 Stämme, die sich im Norden niedergelassen hatten, vertrieben und mussten zu östlichen Regionen fliehen. Nur eine Minderheit gelang es später, in ihre Heimat, dem Königreich Israel, zurückzukehren. Zur Zeit Jesu lebten also nur ein kleiner Teil der Juden im Heiligen Land. Er musste an jene verlorenen Schafe Israels denken, denn er hatte die Aufgabe, sie zu finden und ihnen das Evangelium zu verkünden. Er selbst hatte vorausgesagt, wie im Johannesevangelium zu lesen ist: Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Johannes 10, 16. Nach den Ereignissen, die auf die Kreuzigung folgen, endet die Geschichte Jesu im Neuen Testament und seine Spur verliert sich im Dunkeln. Man gibt sich mit einer vermeintlichen Himmelsfahrt zufrieden. Doch in der Neuzeit stießen Forscher auf Überraschungen. So in Afghanistan, dessen Bewohner davon berichten, dass sie Kinder Israels seien. Beispielsweise möchte ich die Forscher J.P. Ferrier und George Moore nennen. Sie zählten etliche Gründe dafür auf, weshalb die Afghanen und die Kaschmiris die verlorenen 10 Stämme Israels seien. Ihr Aussehen, ihre Traditionen, ihre vielen jüdischen Namen, ihre Gebräuche und Gepflogenheiten weisen unweigerlich auf ihre Herkunft hin. Auch in der jüngsten Vergangenheit haben verschiedene Forscher unglaublich interessante Fakten zutage gebracht, von denen der verheißene Messias al-Islam in seinen Werken wie Jesus in Indien berichtet hat. Als Beispiel möchte ich ein später erschienenes Buch, letztes Jahr 2021 von Susan Olson, mit dem Namen Jesus in Kashmir, The Lost Tomb nennen. Die Autorin zeigt mit spannenden wissenschaftlichen Fakten, dass alles darauf hindeutet, dass Jesus al-Islam genauso nach Kaschmir ausgewandert ist, wie es der verheißene Messias al-Islam beschrieben hat. Sie spricht sich dafür aus, umgehend wissenschaftliche Untersuchungen des dort befindlichen Grabes einzuleiten, da sie aufzeigt, dass das Grab gefährdet ist, unter anderem durch jene Extremisten, die aufgrund ihrer Feindschaft die Lehre der Ahmadiyya-Muslim-Jamaat bekämpfen. Ich möchte auch den heute noch lebenden deutschen Historiker Johannes Fried nennen. In seinem Buch »Kein Tod auf Golgatha« zeigt er mit medizinischen und historischen Fakten auf, dass Jesus am Kreuz nicht gestorben ist. Ebenso bezeichnet er die Himmelfahrt als eine Erfindung, um vom Überleben Jesu abzulenken. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagte er: »Ich entschuldige mich, wenn ich mit meinen Überlegungen religiöse Gefühle verletze.« Es liegt also nahe, dass Jesus al-Islam zur Erfüllung seiner Mission diese Länder besuchte, wo die Kinder Israels lebten. Wir wissen von einem Apostel Thomas, dass dieser nach Indien reiste. Er predigte in vielen Teilen von Indien und gründete Kirchen im Südwestindien. Es wird berichtet, dass Apostel Thomas Jesus sehr liebte und eifrig darum bemüht war, Jesus al-Islam überall hin zu folgen. Es gibt ein altes Sanskrit-Buch, das weiteres Licht wirft. Darin heißt es, dass der Raja Shahlvani zu einem Gipfel in Himalaya ging und auf einen alten Mann, einen weisen Mann, traf. Er fragte ihn, wer er sei, daraufhin antwortete er, ich bin der Masih. Und über seine Religion fragend, antwortete er: O Maharaj, als die Wahrheit verschwand und Tradition im Land zerstört wurde, erschien ich dort als der Masih. Durch mein Werk litten die Schuldigen und die Bösen und auch ich litt durch sie. Darum, gebeten, seine Religion weiter zu erklären, erklärte er: Es ist Liebe, Wahrheit und Reinheit des Herzens und deshalb bin ich der Masih. Dieser alte Bericht, der heute noch im Original nachgelesen werden kann, erwähnt mehrmals das Wort Messias. Es ist offensichtlich, dass der hier beschriebene Heilige kein anderer als Jesus al-Islam selbst ist. Also wir haben im Moment eine sehr hohe Geräuschkulisse. Also ich würde Sie bitten, aus Respekt dem Redner gegenüber, der Institution der Jelsaslana gegenüber, Ihren Geräuschpegel auf ein absolutes Minimum runterzulegen. Vielleicht können Sie es kurz übersetzen. Misa farmare hain ke jalsa salana ki karwai ke dauran ahbab khamoshi se karwai ko sune aur jis tarah jalsa ka taqaddus hai usko qaim rakhte hue khamoshi se suna jaye. Jazakumullah. Liebe und geehrte Zuhörer. Der demütige Diener Gottes, der Prophet Hazrat Jesus al-Islam, starb wie jeder andere Mensch. Doch Allah Ta'ala, der allmächtige Gott, dem jedes Lob und jeder Preis gebührt, er lebt. Er war lebendig, er ist lebendig
und wird es immer sein. Er schickte Jesus al-Islam, um den vollkommenen Gesandten Gottes, den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anzukündigen. Auch er kam. Er lebte. Er starb. Aber die leuchtende Lehre des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebt noch weiter und wird ewig leben. Er kündigte die segensreiche Zeit der zweiten Ära des Islams an, der Ära, in der wieder ein Jesus geboren werden wird. Doch nicht der Messias, dessen Schafe nur die Kinder Israels waren. Der Messias des Siegels der Propheten wird selbst das Siegel der Nachfolger sein. Er wird schöpfen aus der Quelle Mohammeds und durch ihn wird der Islam wieder im Glanz erstrahlen. Die Finsternisse, die das Licht des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam bedeckt halten, wurden von ihm beseitigt, sodass durch sein messianisches Wirken die Menschheit einmal wieder zu Gott gefunden hat. Er kam, er lebte und er starb. Aber sein messianisches Wirken lebt weiter. Er säte den Samen, er kündigte das Erscheinen der zweiten Manifestation der göttlichen Allmacht nach seinem Ableben an, das Khilafat der Ahmadiyya. Liebe Zuhörer, die zweite Manifestation Gottes kam. Sie lebte und sie lebt und sie wird immer leben. Denn sie ist jene Manifestation, deren Kette bis zum jüngsten Tag nicht brechen wird. Wir sind die Glückseligen, die den messianischen Geist des Khilafat unter uns haben. Wir haben jemanden. Islam Ahmadiyya, Hadrat Muhammad Mustafa, Ghulam Ahmad Ki, Khilafat Ahmadiyya, Hadrat Amir al-Mu'minin, Nare Takbir. Liebe Zuhörer, wir haben jemanden, der für uns betet und der den Schmerz von uns verspürt und als seinen eigenen betrachtet. Wir sind die Erben der spirituellen Wunder des Messias. Wir haben eine große Aufgabe. Wir müssen unsere Herzen für das reine Licht Allahs öffnen und die gesamte Menschheit mit dieser Botschaft der Liebe erfüllen. Der Imam dieser Ära, der verheißene Messias und Imam Mahdi sagte, ihr sollt wissen, niemand wird vom Himmel herabsteigen. Alle meine Gegner, die heute noch leben, werden sterben und keiner von ihnen wird Jesus, Sohn der Maria, vom Himmel herabsteigen sehen. Dann werden die Kinder ihre Kinder sterben. Und auch von ihnen wird keiner Jesus, Sohn der Maria, vom Himmel herabsteigen sehen. Dann werden die Kindeskinder sterben, ohne den Sohn der Maria vom Himmel herabgestiegen gesehen zu haben. Dann wird Gott ihre Herzen mit Besorgnis füllen. Und sie werden denken, die Zeit der Überlegenheit des Kreuzes ist vorüber und die Welt hat sich verändert. Dennoch ist Jesus, Sohn der Maria, nicht vom Himmel gestiegen. Dann werden sich die mit Vernunft Begabten abrupt und jäh von diesem Glauben entfremden. Das dritte Jahrhundert vom heutigen Tage an wird noch nicht vorüber sein. Da werden solche, die auf Jesus warteten, seien es Muslime oder Christen, niedergeschlagen und verzweifelt diesen Glauben verwerfen. In der Welt wird es einen Glauben geben und einen Anführer. Ich bin gekommen, um einen Samen zu säen. Durch meine Hand wurde also der Samen gesät. Nun wird dieser wachsen und gedeihen und es gibt keinen, der ihn verhindern kann. Kyun ajab karte ho gar main aa gaya ho kar masih. خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے یہ باد بہار آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج نبز پھر چلنے لگی مردوں کی ناگے زندہ وار کہتے ہیں تسلیس کو اب اہل دانش الوداع پھر ہوئے ہیں چشمہ توحید پر از جان اسار Warum seid ihr verwundert, wenn ich als Messias gekommen bin? Selbst die Frühlingsbrise singt das messianische Lied. Die Freigeister Europas werden nun hierher angezogen. Der Puls der Toten fängt jäh an zu schlagen. Die Vernünftigen wenden sich nun ab von der Dreifaltigkeit und wieder sind und wenden sich der Quelle der Gotteseinheit ergeben in ihm. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.